Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV. Ich bin öfters im Internet, genauer gesagt auf Google unterwegs, um sowohl Informationen für andere Videos zu suchen, als auch mir die neuesten Autos anzuschauen. Aber andere Leute machen dies doch sicher auch. Und genau deswegen werde ich heute Google-Fragen beantworten zum Thema Automobil. Schauen wir mal, was Nicht-Auto-Interessierte so googeln. Los geht's! Fangen wir an mit Sint-Autos. Apropos, ich finde es etwas seltsam, wenn man den Cursor bei den Fragen entweder nach dem Verb oder nach dem Wort Autos lässt, kommen andere Ergebnisse raus. Ich beantworte einfach alles, was unter den Kategorien gut aussieht und ja, schauen wir mal. Sind E-Autos umweltfreundlich? Ich sag nix. Sind E-Autos die Zukunft? Vielleicht für die nächsten 5 Jahre. Schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Sind Replika-Autos in Deutschland erlaubt? Klar, solange sie eine offizielle Erlaubnis haben, auf der Straße zu fahren, dann kannst du jedes Replika-Auto fahren, das du möchtest. Sind Automatikautos teurer? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Sind Dieselautos jetzt günstiger nach dem Dieselskandal? Wahrscheinlich. Sind weiße Autos günstiger? Ich würde sagen ja, weil bunte Farben sind meistens nicht in der normalen Farbpalette drin, sondern in irgendwelchen Individualfarben und die kosten meistens mehr. Sind Renault gute Autos? Ich würde sagen ja, ein paar Renaults sind verdammt gut. Sind Autos Cursor? Sind Autos weiblich? Warum stellst du diese Frage? Aber ich würde sagen ja. Sind Autos magnetisch? Ja, sie bestehen aus Metall. Zumindest auf der Außenhaut. Außer es ist zu viel Spachtel drauf. Sind Autos vegan? Was? Sind Autos blitzsicher? Ja, jedes moderne Auto hat einen faradayschen Käfig eingebaut. Der sollte einen Blitz in dein Auto einschlagen, die Energie um die Fahrgastzelle rum in den Boden befördert. Sehr professionelle Antwort. Ja, gut gemacht. Danke, Jochen. Waren Autos. Ich glaube, es wird gut. Waren Formel 1 Autos früher schneller? Gute Frage. Sehr gut, dass das auch das erste Ergebnis ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das google. Nein, die ganz modernen Formel 1 Autos in der Hybrid-Ära 2019 sind die schnellsten Formel 1 Autos, die es je gegeben hat. Die Kurvengeschwindigkeiten sind so viel höher wie damals. Waren Autos früher besser? Ja. Wie schnell waren die ersten Autos? Gehgeschwindigkeit. Wie teuer waren eure Autos? Nun, eins meiner Autos hat nur 500 Euro gekostet. Können Autos? Können zwei Autos gleichzeitig geblitzt werden? Ich denke nicht. Ich denke, das Bild von dem Blitzer ist so weit reingezoomt, dass nur ein Auto drauf passt. Aber warum stellst du diese Frage? Bist du ein Raser? Können Autos explodieren? Die ganze Fortbewegung der Motor ist eigentlich in der Basis nur kleine Explosionen. Dadurch wird das Auto angetrieben. Also, Autos explodieren jeden Tag. Können Formel 1 Autos rückwärts fahren? Ja, frag mal Daniel Ricciardo. Können Autos schmelzen? Nicht bei normalen Temperaturen. Wenn ja, dann hast du ein Auto aus Gummi. Meine Reifen sind Gummi, oder? Was auch immer. Können Autos mit Kerosin fahren? Nur Autos mit Düsentriebwerken. Gab es. Aber sehr interessant, man kann auch alte Autos mit Wein fahren. Warum man das machen würde, keine Ahnung. Es ist eine Verschwendung von sehr gutem Wein. Können Autos verstrahlt sein? Hast du ein Auto in Tschernobyl gekauft? Ja, dann ist es verstrahlt. Können Autos brennen? Ja. Können Autos fliegen? Ein paar Autos können tatsächlich fliegen. Es gibt eins mit Flügel, die man ausklappen kann. Und das soll dann fliegen können. Können Autos mit Wasser fahren? Nein. Wenn du Wasser in deinen Tank reintust, bist du am müssen. Cursor Autos. Müssen neue Autos eingefahren werden?
Ist dein Auto ein Pulli? Müssen E-Autos E-Kennzeichen haben? Müssen nicht, aber es wäre sehr vorteilhaft für dich E-Auto-Besitzer. Müssen E-Autos Steuern zahlen? Nein, und das ist genau der Grund. In vielen Ländern sind E-Autos steuerfrei, damit mehr Leute E-Autos kaufen. Müssen Garagen für Autos genutzt werden? Nein, du deinen ganzen Krempel, den du hast, einfach in die Garage stellen und lass das Auto draußen im Hagel, Wind und Wetter stehen. Müssen alle Dieselautos weg? Nein! Nein! Das Verbieten von Dieselautos ist so ziemlich der größte Fehler, den Deutschland überhaupt machen kann. Müssen Autos mit H-Kennzeichen zum TÜV? Ja, es sind Autos. Müssen Autos. Strich, schauen wir mal, was anders ist. Müssen Autos am Zebrastreifen anhalten? Wenn einer da steht, an der Seite der Straße, dann kann man stehen bleiben, solange du noch bremsen kannst bis zum Zebrastreifen. Wenn einer schon auf der Straße ist, dann bitte bremse. Müssen Autos umgemeldet werden? Solltest du ein neues Auto kaufen oder ein gebrauchtes Auto kaufen von einem anderen Besitzer, dann klar musst du es umschreiben. Denn ansonsten kriegt der Strafzettel ja der Vorbesitzer und das wäre irgendwie doof. Müssen Autos bei Umzug umgemeldet werden? Denke ich nicht. Okay. Wenn man nicht weit wegzieht und immer noch im Kreis desselben Ortes ist, dann denke ich nicht. Wenn man aber in ein anderes Land zieht, dann auf jeden Fall. Wenn man in einen anderen Teil desselben Landes zieht, ich würde es ummelden. Ich weiß nicht, ob es vorgeschrieben ist, aber ich würde es ummelden. Müssen Autos Airbags haben? Alle Autos, die modern sind, ja, alle Autos müssen Airbags haben. Früher hatten Autos tatsächlich keine Airbags. Und manche verrückten Autos haben bis vor ein paar Jahren immer noch keine Airbags gehabt. Frag mal CVR und KTM. Müssen Autos abgeriegelt sein? Manche Autos haben nicht mal ein Schloss. Aber ja, du solltest es abriegeln. Ach so. Ah, ich meine von der Geschwindigkeit abgeriegelt. Nein. Speed is key! So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Es sind so viele gute Fragen dabei gewesen, dass, die ganzen Ergebnisse, die ich gespeichert habe, muss ich jetzt in zwei Teile aufteilen. Aber ich finde es sehr interessant, was Leute googeln. Wenn ihr das auch findet, dann driftet doch eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf diesem Like-Button und ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao!